Wiebke will ein bisschen mehr als nur befreundet sein. Zwischensequenzen, Biografien, Kostüme und Konzeptauswahl. Ja, geil. Da haben wir ordentlich mal was weggepumpt. Geilomat. Mr. Croft. War klar, dass dir Tomb Raider gefällt. Ja, machen wir weiter. Jetzt wird's interessant. Ich weiß gar nicht, wie weit ich überhaupt schon bin bei Dingsbums. Keine Spur von Rutland. Wissen wir denn schon, was er hier will? Nein, aber da wäre noch was. Als ich mir die Karte ansah, meinte Winston, deine Eltern wären dort gewesen. Dein Vater hat dort vor deiner Geburt gearbeitet. Das ist nicht ungewöhnlich. Sowas soll's geben. Laggt ein bisschen. Wenn alle Stricke reißen, steige ich ins Postkartengeschäft ein. Ja. Warte mal, hinten ist jemand. Ach, diese kleinen Termiten stellen alles auf den Kopf. Aber das reicht nicht. Sie sind nicht von dieser Seite reingekommen. Irgendwelche Ideen? Mal sehen. Ich kann am besten denken, wenn ich klettere. Ist da noch was anderes außer Klettern? Drücken Sie die Bewegung oben und drücken Sie dabei A-Button und dann schnell... Ups. Ja, es hat nicht so ganz geklappt. So. Ah, jetzt ist wieder dieses Unterwassergedöns. Achso, hier muss man ja öfters Y drücken. Das kenne ich von den alten. Hi. Was ist los? Ich habe ein neues Handy gekauft. Bitte kannst du mir E-Mail das geben? iPhone. Das oben ist E-Mail und das ist Passwort. Diese Wort, wo ist das KRH? Achso, du willst. Das ist größer. Und das. Okay, Sekunde. Ist so. Kleine. Mhm. Wo, bei wem bist denn du? Okay. Machen wir Outlook. Okay, du brauchst erstmal eine Internetverbindung. Okay. Nee, Quatsch, falsch. So, gut. Bis jetzt im Internet. Das ist ganz gut. Dann hier. Also, it is E-L-I-E in Englisch. E-L-I... Sekunde. Verbindet noch. Alles gut. Awesome. So, das hier. E? Ja. Passwort ist das hier 7. Psst. Ich bin hier gerade live, deswegen. Groß? Ja, 7. Ja, groß. R groß, A groß. Alles klar, ich weiß Bescheid. Okay. Sie haben wieder ein falsches Konto oder kein Rappen zu melden. Alles gut. Hast du öfters probiert, ne? Nee? Das ist komisch. Nee, F auch groß. Nee. Das hat damit eigentlich nichts zu tun. R groß. Naja, ich krieg das, ich weiß das schon. F kannst du auch groß. Nee, es geht halt hier unten. Wollen wir mal gucken.
Ah, oh, das ist nervig. Das Problem ist, dass sie hier noch ein Capture haben. Capture bedeutet sowas wie, die wollen verifizieren, dass du halt ein echter Mensch bist und kein Bot. Und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, das richtig einzugeben. Bei den Sachen ist nämlich nie so ganz sichergestellt, ob die jetzt groß oder klein sind. Okay, das haben wir. SWX4A. Das ist nämlich dieses Capture, weißt du? Und damit wollen die sichergehen, dass du ein Mensch bist und kein... Nee, das klappt irgendwie nicht. Wir müssen es nochmal später probieren. Ich glaube, es kann sein, dass es jetzt einfach ein bisschen Probleme macht. Okay, ne? Machen wir das nochmal morgen in Ruhe. So, entschuldigt, da musste ich gerade ein bisschen was machen. Hallo, Lara, bitte. So, erstmal gucken. Ich gucke mich einfach mal hier so ein bisschen um. Es ist schon sehr, sehr lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal durchgespielt habe oder nicht. Naja, auf jeden Fall gab es hier gerade ein paar Anmeldeprobleme. Und ich als Integrator bin diesbezüglich immer der erste Ansprechpartner. Wenn du schon IT, wenn du schon ausgebildeten ITler in der WG hast, warum nicht die Connection nutzen? Aber wenn man zu oft versucht, sich anzumelden und das dann irgendwie temporär gesperrt wird, dann kann auch ein Profi nichts machen. Von daher bitte ich das so ein bisschen zu entschuldigen. Wenn mal zwischendurch was reinkommt, ist das so. Wasser ist einfach mein Element. Ich habe Ghana vermisst. Na, oh, super. So, was haben wir denn hier? Gar nichts. Lass mich raten, das. Okay, das bringt auch noch nichts. Ich gucke mich trotzdem hier einfach nochmal um. Wer weiß, ob da was passt oder nicht. Nö. Ich habe jetzt auch unten am Boden nicht viel gesehen. Aha. Ja, das ist nicht so das Problem. Wenn du halt selbst nicht so ganz sicher bist, was jetzt richtig Passwort ist und nicht und allem drum und dran und dann noch das Capture dazu, es ist halt sau nervig. Ich verstehe zwar, dass es nötig ist, aber es ist sau nervig. Übrigens, kurze Ankündigung, im Sommer werde ich mein Real-Life auf null beschränken. Sie kommen ganz schön rum, was? Dann wird irgendwann gestreamt und im Sommer wird dann... Wie wär's? Plaudern wir ein bisschen? Nur wenn Sie so weit schießen können. Sie wissen sicher, dass Fernbeziehungen keine Zukunft haben. Ja. Oh. Ich würde Ihnen ja viel Glück wünschen, aber... Naja. Das müsste alles da jetzt sehen. Er versucht noch herauszufinden, woher diese Schwerstücke stammen. Wir sind vorerst allein. Das bedeutet, ich werde im... Wie, Moment noch. Ich werde im Sommer... nochmal einen Stream ankündigen, ein Stream-Wochenende. Da wird gestreamt bis zum geht nicht mehr, bis ich umfalle, bis mir die Finger blutig sind, bis ich vor dem Rechner einschlafe, etc., etc. Weil es ist bestätigt, es ist confirmed. Horizon Zero Dawn wird es als PC geben. Der 2017er Only-Titel für die PlayStation kommt für PC raus. Das ist gut. Das ist für mich gut. Warum ist das für mich gut? Naja, ich kenne mich. Ich hätte mir wahrscheinlich in der nächsten Zeit eine PlayStation 4 gekauft. Mit einer HDMI Capture Card. Und hätte nur, um Horizon Zero Dawn zu streamen, mir den ganzen Scheiß zugelegt. Nach dem Durchspielen würde die PlayStation mit dem Spiel, mit Controller, mit allem drum und dran höchstwahrscheinlich im Schrank verstauben, deswegen bitte ich das, ja, ist es für mich eigentlich ganz gut, weil da muss ich nicht ganz so viel ausgeben. Warte mal, da komme ich doch so nett hin.
Das muss doch irgendwie anders sein. Hier. Und ja, habe ich mir auf jeden Fall gleich schon mal... Och, Lara, bitte! Habe ich mir auf jeden Fall schon mal auf die Wunschliste zugestellt. Horizon Zero Dawn. Dieses... ich... Idiot. Komm, zieh mal, Mädchen, zieh. Was für ein altes Artefakt haben wir denn hier? Ich muss halt gucken, ich muss halt ein bisschen... Ich muss mich so ein bisschen entspannen. Ich meine, von 2017. Von daher wird es nicht so große Anforderungen haben. Na, alles klar, gut. Ach nee. Warte mal, bin ich hier richtig? Den habe ich schon mal gesehen. Im Notizbuch meines Vaters. Doch. Er ist hier gewesen. Verdammt, das war nicht Rutland. Er ist hier immer noch irgendwo. Keine sehr effektive Falle. Naja, auf jeden Fall. Mehr. Sie scheint blockiert zu sein. Hat natürlich keiner gehört, ne? Guck mal, ich hab... Boah, ist das mies. Ihr Ratten. Ihr Ratten. Ihr elenden. Ihr elenden Knuddel. Mir fehlt so ein bisschen das... Oh, ist das mies. Wie komme ich denn da hin? Achso, ich komme hier hoch. Komme ich hier hoch? Hallo, Lara, da hoch, danke. So, ich mach die Ohren. Kann ich schnell? Ja, das sieht doch schon wesentlich besser aus. So, wenn wir schon unendlich Muni haben, dann machen wir wieder alles kaputt. Gut, ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ich hab's Dingsbums gemacht. Das Wasser hat alles wieder zum Laufen gebracht. Bist du jetzt zufrieden? Das ist eine verdammte Todesfalle. Ach, ein bisschen. Bisschen, ich wollte schon sagen, ein bisschen Nervler-Kitzler. Bisschen Nervenkitzel braucht die Lara schon, sonst wird es ja ollen zu langweilig. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Horizon Zero Dawn wird im Sommer als PC-Version released. Da muss ich gucken, wie die Systemanforderungen sind. Ob ich da nachrüsten muss, aufrüsten muss oder nicht. Ich weiß es nicht, ich glaube aber nicht. Von daher. Ja, werde ich mir das fett gönnen. Und ja, da wird es dann nochmal so ein schönes Stream-Geschiss-Dingsbums geben. Oder ich genieße es einfach selbst, muss ich halt selbst nochmal gucken. Aber auf jeden Fall wird da nochmal, habe ich da richtig Bock drauf. Und das werde ich aber vorher auch ankündigen. Das bedeutet, es wird kein random Stream, bedeutet kein Stream, wo ich einfach plane oder nicht, sondern ich denke mal, das wird dann ein Stream, den ich wirklich ankündige und sage, okay, hier, dann und dann will ich streamen, wo ihr dann auch mit mir, wo ich dann auch hoffe, dass ihr euch auch diesbezüglich vielleicht auch mal frei nimmt, ja? Oder sagt, okay, hier, da läuft ein riesengroßer, langer, geiler Stream, den würde ich gerne mit dir mitfeiern, nicht einfach mal so random und gucken, ja, hat man vor oder nicht, sondern das wird auch für mich dann so ein Stream, wo ich sage, okay, da mache ich mir jetzt, da nehme ich mir jetzt wirklich die, warte mal, muss ich da schon lang?
Will ich lieber hier lang? Warte mal. Das wird auf jeden Fall ein Stream, wo ich mir halt extra dann auch frei nehmen werde. Ich muss die Fallen aktivieren, um durchzukommen. Muss dann auch. Das kann alles natürlich aussehen. Mir gefällt das nicht. Hey, wer nicht spielt, kann nicht gewinnen. Oh, was war das denn? Falsch abgebogen. Das wird auf jeden Fall so ein Stream werden, wo ich sage, okay, da nehme ich mir jetzt exklusiv Zeit für. Und da hoffe ich auch, dass das bei euch auch der Fall sein wird. Dass ihr da mit mir mitmacht. Und dann wird Horizon Zero Dawn gespielt. Das ist ein Riesenprojekt, aber so ein riesen schöner Stream. Also ich will es nicht am Stück durchspielen, das ist ja, das ist klar. Aber das werden wir dann bestimmt im Stream spielen. Und diesbezüglich auch dann... Och, Lara, kannst du dich mal festhalten? Alter, diese Schrapnelle, ey. Entschuldigung. Auf jeden Fall. Ja. Wie gesagt, das Spiel kommt erst im Sommer raus und ich werde das eine Woche oder vielleicht zwei Wochen vorher ankündigen, dass man dann sagt, okay, ich kann mir den Samstag wirklich Zeit nehmen. Dann werde ich auch mal gucken, dass wir vielleicht mal früher anfangen, nicht nur abends und das dann durch die Nacht durchmachen, sondern dass man dann sagt, okay, ich bereite das, was weiß ich, vor und dann sagen wir so ab, keine Ahnung, 10 oder so, so ein richtiger Stream-Day, wie meine ersten Streams, die ich ja auch vorbereitet und geplant habe. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, da bin ich ja so ein bisschen enttäuscht über mich selbst. Dass ich, dass ich da angefangen habe, die Streams zu selbstverständlich zu nehmen. Weil wer sich an die Anfänge von mir, vom Streaming noch dran erinnern kann, waren die Streams damals für mich wirklich was Besonderes. Da habe ich mir auch wirklich Zeit genommen. Ich sage, okay, nächsten Tag oder nächste Woche streame ich. Ich habe da so ein Ankündigungsvideo gemacht. Habe mich vorbereitet mit allem drum und dran. Habe dann auch extra, bin dann auch ein bisschen früher aufgestanden am Wochenende und alle Sachen. Da waren Streams noch was Besonderes. Mittlerweile ist das nicht mehr der Fall. Jetzt drücke ich halt ein Knöpfchen und bin im Stream. Führt direkt zum Rad. Man baut auch kein Wasserrad, wenn man nicht ein paar tausend Liter Wasser hat. Doch, es funktioniert nur nicht. Doch, es funktioniert nur nicht. Ach, Lara, bitte. Und deswegen, ja. What? Oh, du Elender. Also der hätte mir durchaus bei Shadow gekommen, weil der besser gefallen. Ich sollte vielleicht solche Sachen mit der anderen Waffe machen. So, es funktioniert nur nicht. Lass mich raten. Hier runter muss ich. Muss da irgendwo hochklettern. Und dann muss ich das Wasser in Gang setzen. Jo, naja, auf jeden Fall werde ich dann schon Wochenenden anpeilen. Vielleicht werde ich in Discord öfters mal Umfragen machen. Dass ich sagen kann, okay, ich werde es nicht einfach so rausposaunen und sagen, yo, hier, keine Ahnung, hier in zwei Wochen geht's los, sondern dass man sagt, okay, wie sieht's bei euch aus? Kann man da in zwei Wochen was planen oder in der Woche oder was weiß ich? Und diesbezüglich dann eine Ankündigung machen. Warten, warten, warten. Und dann einfach mal sagen, okay, nein, 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 nein. Und dann einfach mal sagen, okay, hier, bei mir passt es gerade, super, alles klar. Dann nehme ich halt, keine Ahnung, Samstag 2 und nicht Samstag 1. Von daher, ja, bin mal gespannt. Oder ich mache es halt so, wie ich halt Bock habe. Ich mache einfach ein Let's Play draus. Je nachdem, wenn ich überhaupt im Sommer überhaupt noch Let's Plays so, wie sie jetzt sind, halt aktuell mache. Weil, wie gesagt, aktuell sieht es jobmäßig ganz gut aus. Und das ist dann halt die Frage, ob ich mir diese Blöse gehe, ob ich mir halt diese Let's Plays halt noch geben möchte. Weil, ich weiß nicht, so einen großen Stellenwert haben diese Dinge halt für mich auch nicht. Von daher hält sich das so. Ist es normal, dass das jetzt so ist? Kann ich da irgendwie da hin?
Von daher muss ich halt selber nochmal gucken. Klar, natürlich gibt es ein paar Leute, die dann sagen, wenn, ja, fände ich schade, wenn du halt keine Let's Plays mehr machst. Aber auf der anderen Seite muss ich aber auch ganz ehrlich gestehen, kann es halt auch irgendwann mal passieren, dass ich einfach keine Lust mehr auf Let's Plays oder so habe, auf diesen ganzen, auf dieses ganze Hin und Her. Hatten wir ja bei den letzten Streams ja schon mal besprochen gehabt, dass das da ein bisschen aus. Ich habe A gedrückt. Was? Ja, auf, ich weiß es. Oh, diese Tastenbelegung. Komm, mach hin, ich hab's gesehen. Auf jeden Fall müssen wir halt selbst nochmal gucken, wie es halt aktuell dann läuft. Lass mich überlegen, darüber müsste ich. Die Frage ist, wie komme ich darüber? Wahrscheinlich, wenn das Wasser da ist. Okay, wollen wir mal. Wir müssen halt auch nicht komplett nur Legend spielen. Wir können auch andere Spiele spielen. Aber ich habe so das Gefühl, dass es eigentlich, dass das Spiel gerade zumindest generell habe ich so das Gefühl, dass die älteren Spiele teilweise besser ankommen insgesamt als die neuen Spiele. Hat mir zum Beispiel auch dran gesehen, zum Beispiel Mario 64, das Let's Play Together hat zum Beispiel auch sehr gute Aufrufe, im Gegensatz zu den da fehlt eine Textur im Gegensatz zu den anderen Let's Plays, die da halt so laufen. Aber generell sind meine Let's Plays auch nicht so stark gesehen, dass ich sagen würde, okay, das macht jetzt großartig Sinn. Ja. Aber das sind halt immer so Sachen, ist halt die Frage, ne? Wie gesagt, der Stream heute war ja ursprünglich nicht geplant. Lag nicht daran, dass ich irgendwie keinen Bock hatte oder so. Sondern lag ja eigentlich daran, dass ich morgen eigentlich zu einem Kumpel wollte. Warum kann ich mich dahin? Ah ja, okay. Weil ich eigentlich zum Kumpel wollte. Das haben wir aus organisatorischen Gründen abgesagt. Das bedeutet, morgen früh muss ich nicht los und zum Stefan fahren. Ja, da ist was runtergefallen. Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Ja, ich glaube, ich habe es verkackt. Diese Dinge hätte ich nicht runterschieben müssen. Doch, ich konnte es ja nicht ändern. Ich konnte es ja nicht ändern, stimmt. So, dann muss ich. Aber ob das überhaupt geht? So, jetzt habe ich die Troller mal befreit. Hat sich irgendwas getriggert. Naja, auf jeden Fall habe ich sowieso das Gefühl, dass die aktuellen neuen Let's Plays, die neueren Spiele, dass sie gar nicht so viele Aufrufe haben. Ja, auf! Ich habe schon nachgeguckt. Ansonsten lasse ich mal ganz kurz überlegen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt.
um nochmal ein Gesprächsthema aufzufassen, würde ich ganz gerne mal fragen, wie fandet ihr Head in Time, das Spiel? Wie fandet ihr das? Wie hat euch das gefallen? Komme ich hier rein? Soll ich hier rein? Ja, da kann ich rein. Okay. Und jetzt gehen die Fallen los. Warum hält... weil heute war ja der letzte Part von Head in Time. Das bedeutet, ja, das Spiel war vorbei oder ist vorbei. Und ja, ich fand süß, hab das Finale aber noch nicht gesehen. Ah, okay, alles klar. Naja, kam ja heute auch erst um 8 Uhr raus. Ansonsten hoffe ich, dass ihr trotzdem noch ab und zu das Alice Let's Play guckt. Beziehungsweise nicht das Let's Play, es ist ja gewünscht, der Stream nochmal das Game als Ganzes. Die Lara steht auf Sachen, die sich in ihren Körper bohren. Manchmal machst du mir Angst. Dann mach doch die Augen zu. Ach, das passt schon. Bisschen SM-Lever. Das passt. Darf man nicht so rumheulen. Lara steht auf Striemen auf dem Boden. Wasser aus dem Klo. Eimer voller Schweiß. Arschen, Gold, Mais. Ja, das mag Lara. Und ganz doll dich. Nee, Quatsch. Ja, so ein Robo. Von so einer Lara. Ist immer eingeölt und immer gut geschmiert. Ja, so ein. Wow. Vergiss es, Lara. Wenn ich eine der Klinge auch nur berührt. Dann hast du einen weiteren Schlitz, Bitch. Das heißt, ich muss sie irgendwie anhalten. Gar nicht mehr gebaut. Tja, warum wohl? Warum wird sowas heute wohl gar nicht mehr gebaut? Warte mal. An dieser Stelle kann ich mich noch einigermaßen erinnern, weil ich weiß, dass ich dort meine erste Tastatur kaputt gemacht habe. Boah. Die Dinger baue ich in mein Fitnessstudio ein. Dann wechsle ich aber das Studio. Das war, wie gesagt, meine erste Tastatur habe ich diesbezüglich kaputt gemacht, weil ich da 1 Million Milliarden Mal verreckt bin. Ja, ich sage immer 1 Million Milliarden Mal. Das bedeutet 1 Milliarde mal 1 Million. Das sieht doch noch. Was ist? Hörst du etwas? Ja. Ich spüre etwas. Du spürst etwas? Oh, Scheiße, nein. Oh, es war so klar. Es war so klar. Wow! What the fuck? Warum so schnell?